Wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute beschäftigen wir uns mit den drei häufigsten Anfragen, die ich bekomme. Und die ich im Prinzip nie beantworte. Denn selbstverständlich bekomme ich als YouTuber ziemlich viele Mails und ziemlich viele Nachrichten. Und das ist auch total okay, denn ich kann euch versichern, ich lese alle. Ich lese alle Mails und ich lese alle Nachrichten, die ich bekomme. Und im Prinzip bin ich auch super dankbar für jede einzelne dieser Nachrichten, weil ganz oft wird mir geholfen für meine LOL-Trends und so weiter und viele Leute schreiben mir, hey, Maxim, das und das ist jetzt bei LOL neu oder hier, probier mal dieses Item-Bild. Ja, das ist alles super sweet. Aber es gibt quasi drei Fragen, die mich absolut aus dem Leben tilgen. Absolut. Die erste häufigste Frage ist hierbei bezogen auf Hausarbeiten. Ne? Viele Leute wollen natürlich im E-Sports-Bereich tätig sein. Es gibt schon ganz viele Schüler, die mich einfach übelst oft fragen. Maxim, kannst du hier mal ein, zwei Fragen für mich beantworten für meine Hausarbeit, für meine besondere Lernleistung, was auch immer. Und ich kann auch den Aspekt verstehen, okay? Ich will auch, dass ihr alle eine gute Note habt. Aber ich verrate euch jetzt mal Folgendes. E-Sports als Thema für eine Hausarbeit ist nicht optimal, okay? Zu meiner Studienzeit habe ich nämlich auch versucht, fancy Hausarbeiten zu machen, damals noch mit Thema Behinderung und quasi Computerspiele. Und das ist nicht gut, weil ihr habt keine Quellen, okay? Ihr habt keine ordentlichen Möglichkeiten, es gibt keine Literatur zu so etwas, weil das gerade noch so neu ist. Und natürlich verstehe ich dann auch den Anspruch zu sagen, ja, weil es doch so neu ist, doch cool, wenn man darüber etwas macht. Und ich kann es auch ein bisschen verstehen, wenn man schon selber quasi studiert oder da quasi in die Richtung selbst forscht. Aber für Hausarbeiten ist das Ganze sehr, sehr schwierig, weil ich bin nicht die beste Quelle. Also erstens gibt es schon von mir relativ viele Interviews. Das bedeutet, wenn ihr irgendwelche Zitate haben wollt, dann findet ihr dann dazu sehr, sehr viele. Und zweitens bin ich in diesem Geflecht nur ein kleines Zahnrad, okay? Ich bin da wirklich nur ein ganz normaler Dude, der einfach nur seinen Job macht, beziehungsweise hier einfach Kommentator ist. Das bedeutet, ich finde es natürlich sehr, sehr lieb von euch, dass ihr noch so etwas fragt, aber ich werde euch da quasi nie zurückschreiben. Es gibt natürlich Anfragen, die wir quasi annehmen. Das bedeutet, es gibt natürlich irgendwie größere Sender, die nach einem Interview oder sowas fragen. Dann ist es quasi mein Job, auf so etwas einzugehen. Aber diese kleinen Dinge, tut mir leid, na, ich mein's definitiv nicht böse, aber darauf werde ich euch nicht antworten. Das passiert nicht, tut mir leid. Und es klingt jetzt irgendwie voll böse, das ist es aber nicht. Ne? Ich meine das alles andere als böse, sondern ganz im Gegenteil. Es ist einfach für mich auch zeitlich nicht möglich. Okay, es geht nicht. Schön, die nächste Frage geht quasi in eine ähnliche Richtung. Maxim, kann ich bei Freaks for You arbeiten? Wie kann ich mich bewerben? Und das ist auch so eine Frage, wo ich euch sagen kann, Leute, das ist ein ganz normaler Prozess, den man als Arbeiter durchgeht. Okay, jeder muss eine Bewerbung schreiben mit Lebenslauf, mit, keine Ahnung, mit dem Abschluss und so weiter und so fort. Das ist ein relativ normaler Job. Natürlich werden die Anfragen so ein kleines bisschen spezieller, wenn es dann in die Richtung geht, ja, ich will auch Kommentator werden, Maxim. Hey, ich möchte das auch machen, ich möchte auch in so einem tollen Studio arbeiten und da über League of Legends reden. Und auch das kann ich sehr gut verstehen, weil ich habe das Ganze quasi auch hinter mir. Was mich dann allerdings stört, ist die Tatsache, dass die Leute nichts vorzuweisen haben. Ne? Wenn ihr euch bewerben wollt als Kommentator, dann habt ihr gefälligst einen YouTube-Kanal mit 20 Videos drauf, wo ihr 40-Minuten-Games kommentiert. Durchgehend. Weil dann merkt ihr erstmal, okay, kann ich das kommentieren überhaupt? Halte ich das überhaupt durch? Habe ich genug Play-by-Play-Anteile? Habe ich genug Anteile, wo ich analysiere? Und wir können natürlich anhand dieser ganzen Videos, die ihr mit einreichen könnt bei einer Bewerbung, ungefähr abschätzen, wie gut ihr seid. Ja? Seid ihr ein Rohdiamant oder kann man nach 2 Minuten euch nicht mehr zuhören, weil ihr eventuell nicht die passende Stimme habt? Sowas passiert leider, okay? Da kann man da wirklich wenig machen. Und das Ziel soll es auch nicht sein, euch davon abzuhalten, euch zu bewerben, okay? Ganz im Gegenteil. Ihr sollt, wenn ihr euch bewerben wollt, das Ganze ordentlich machen, okay? Und wenn ihr mir schreibt, das ist super süß und super niedlich, sei es per Mail oder als ganz normale YouTube-Nachricht, da kann ich aber sagen, ich bin nicht der Personalleiter. Ich habe da keine Entscheidungsmacht. Also ich kann natürlich schon sagen, okay, der Typ ist gut oder der nicht, aber ich bin nicht in dem Prozedere dabei, euch quasi die Position eines Angestellten zu geben. Das ist nicht mein Job, okay? Ich bin ein ganz normaler Mitarbeiter von Freaks Hero Gaming. Ja? Ein ganz, ganz normaler Dude, ein ganz normales Zahnrad. Für diejenigen, die übrigens fragen, wo ich gerade bin, das hier ist unser Fernsehstudio. Ne? Wir produzieren ja auch für Games Night und so weiter, beziehungsweise auch für andere Streams. Das ist unser Fernsehstudio, nicht, dass ihr denkt, ich bin hier sonst wo. Das mag jetzt vielleicht alles so ein bisschen hart und gemein rübergekommen sein und ich möchte hier auf jeden Fall keine Träume kaputt machen, sondern ich möchte, dass ihr den Traum versteht, den ihr leben wollt, weil das ist wirklich harte Arbeit. Es sieht natürlich nicht so aus, aber ihr müsst euch vorstellen, dieses Video ist quasi unter Stress entstanden, weil ich nicht wusste, was ich heute hochlade. Und wenn ihr euch bewerben wollt als Kommentator, dann wollen wir natürlich, dass ihr uns etwas zeigt, was ihr schon in irgendeiner Form getan habt, beziehungsweise den normalen Ablauf auch geht. Lebenslauf und so weiter und so fort, was ich quasi vorher erwähnt habe. Ich meine das nicht böse, sondern ich will euch ja quasi helfen. Na gut, und die letzte Frage, die ich sehr häufig bekomme, ist, ob ich irgendwelche Tipps geben kann, wie das mit YouTube funktioniert und wie man streamt und wie man OBS, irgendwelche Sachen aufnimmt und so weiter und so fort. Und ich kriege da teilweise riesige Mails, die einfach super, super lang sind. Und das ist super, super lieb von euch. Aber
Anstatt diese Mail zu schreiben, kann man einfach bei Google gucken, wie das Ganze funktioniert, okay? Ich kann auch diesen Ansatzpunkt verstehen, dass man einfach sagt, ich frage jemanden, der das schon die ganze Zeit macht. Ich verstehe das absolut. Und diese Frage beantworte ich ab und zu auch mal. Beziehungsweise ich schreibe einfach nur 3 Buchstaben zurück und zwar einfach nur fucking OBS. Und das war's. Ja, sowas kommt quasi auch manchmal vor. Aber ich persönlich finde es 1000-mal besser, wenn ich euch eher vermittle, wie man an dieses Wissen rankommt, okay? Und das ist ganz einfach, selbst nachzugucken. Wenn ihr selber recherchiert und euch auch selber den Mist beibringt, könnt ihr das auch, okay? Weil ich bin auch ein ziemlich dummer Mensch, okay? Ich frage ständig irgendwas auf Arbeit und ich hasse Papierkram über alles und das wissen die Leute auch. Aber die Sachen, die ich machen muss, die mein Job sind, die kann ich. Die habe ich selbst gelernt, die habe ich mir selbst beigebracht, wie das Schneiden mit Premiere oder das Aufnehmen mit OBS oder das Stream mit XSplit. Das sind alles Dinge, die ich selbst beherrsche und dadurch auch mit Problemen umgehen kann oder selbst etwas fixen kann, wenn irgendwas bedürftig ist oder irgendwas kaputt ist. Das heißt nochmal bezogen auf den letzten Punkt, ich kann es verstehen, dass ihr fragt und ich finde es auch nicht böse, ich raste auch nicht komplett aus, so wie das jetzt hier vielleicht wirkt, sondern ich möchte euch einfach nur die Idee dahinter vermitteln, okay? Wann macht es Sinn, so etwas zu fragen oder wann macht es einfach mehr Sinn, ganz einfach sich darum selbst zu kümmern, okay? Ich weiß, es ist super hart und ich meine das hier alles nicht böse, sondern wirklich nur euch zuliebe, weil diese Fragen, die bekomme ich ständig, die bekomme ich so häufig. Und es ist okay, dass es so ist, aber mit so einer Antwort müsst ihr klarkommen. Wie gesagt, ich hoffe, ich war jetzt nicht allzu böse, sondern ich wollte einfach nur super, super ehrlich sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, das war mal was anderes. Ich kam jetzt raus, aber die Sorte war auch nicht schlechtest, denn jetzt geht die LCS los. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein, viel Spaß beim Ranked, scheut euch nicht, mir irgendwelche Anfragen zu machen. Wie gesagt, ich bin da nicht böse, ich möchte nur sie alle gleichzeitig beantworten. Haut rein, Dudes, haut rein.